Heute im Test von Explode, das Powercrafter, ein 27-teiliges Raketensortiment, 13-fach sortiert, alles Zerlegerraketen von 11 Gramm bis 20 Gramm, kostet so um die 20 Euro. Los geht's mit den ganz kleinen, den XPE 2700 mit 11 Gramm NEM. XPE 2700. Das ist ein Stab. Oh, nur vereinzelt, gönn dir! Da ist keine Lunte dran, das Scheißding hier. Nö. Weiter geht's mit dem XPE 2701. Ebenfalls 11 Gramm NEM. XPE 2707, ebenfalls eine NEM von 11 Gramm. XPE 2710 mit einer NEM von 11 Gramm. Dann geht's weiter mit den etwas größeren Raketen, die XPE 2724 mit 14,4 Gramm. Und die XPE 2725, ebenfalls 14,4 Gramm NEM. XPE 2725. Hier, könnt ihr haben. Könnt ihr haben. Könnt ihr schön. Okay. Eine Nummer größer, die XPE 2735 mit 18,6 Gramm NEM. XPE 2735. Verkehrt sind. XPE 2736, ebenfalls 18,3 Gramm NEM, die einzigen Raketen, die hier dreifach im Sortiment enthalten sind. Weiter geht's mit den großen Raketen, und zwar zum einen die XPE 2742 mit 19,3 Gramm NEM. XPE 2742.
XPE 2744, ebenfalls 19,3 Gramm NEM. Weiter geht's mit der XPE 2744. XPE 2745, 19,3 Gramm NEM. XPE 2745. XPE 2748, auch hier eine NEM von 19,3 Gramm. XPE 2748. Die waren gut. Die waren geil. Und zum Schluss die XPE 2749, auch hier eine NEM von 19,3 Gramm. XPE 2749. Ja.